Hallo Freunde von World of Warships, heute gibt es wieder etwas Neues. Wir haben fernab vom Standardgefecht in Streams über Tage verteilt versucht, mit mehreren Divisionen in ein Gefecht zu kommen, und es ist uns gelungen und das ist dabei herausgekommen. Viel Spaß. Wenn wir das verkacken, ne, dann sind wir ziemlich schlecht vorne. Oh, wir haben die Hälfte vom Team, ja, wirklich. Und wir stellen echt alle die arbeiten. Super, jetzt Schalke hat's vertan. Ich versenke mich gleich selbst. Wow, Mayhem, Hatsuharu, Leningrad, Mutsuki. Komm schon, die müssen wir rausboosten, wie es muss ja eigentlich auf diesen Karten irgendwo ein Gully, wo ich mich verstecken kann? Das ist meistens J. Wie viel Kilometer Feuerweite? Aber du willst mich jetzt echt verarschen, oder? 12. Wenn ich auf J7 keinen Gully-Deckel finde, bist du fällig. Da ist einer, der ist aber tief. Der ist aktiv, okay. muss der aufpassen. Haben wir Long Range Torpedos dabei? Die Buska ist am längsten, glaube ich, ne? Ich habe 8 Kilometer. Achso, du auch. Okay, 8. Dann Buska und du. Dann seid ihr für die Torpedos zuständig, Olli? Und ich für die Feuer zuständig. Ja, wo fahren wir eigentlich? A1 in der Ecke, da findest du einen Pümpel, den kannst du mal rausziehen. Ich fahr dir nach. Ich bin neben dir. Gut. Naja, so in der Sinne. Hey, warum fahrt ihr zwei da wieder ganz links außen? Ihr seid ganz solo da. Es gibt. Hallo? Was denn? Wir sind hier mittig. Was ist los mit dir? Ja, die anderen zwei da. Schau dir die Pfosten da an. Tirpitz und Kaisenau, die fahren ganz rechts nach außen. Das ist ein Ablenkungsmanöver, Nase. Also fahren wir jetzt rechts oder links vom Berg? Wir kicken nur rein in die Mitte. Wir kicken nur Batterie rein in die Mitte und. Wir dürfen uns nicht vom Träger rausnehmen lassen. Das ist wichtig. Wir müssen bloß, wie gesagt, immer weit von André weg, aber der fährt uns jetzt entgegen. Ja, ich fahr auch hinterher und dann torp ich dich raus. Das Problem ist, unser Träger snipe. Fahr doch mal 444D oder so. Oh, oder guck mal, 4E. Die gefunden hab. La, 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 la. Ja, ich brauche hier Unterstützung. Ein DD bitte zu mir. Ich bin schon unterwegs, warte. Ich hab Angst vor den gegnerischen DDs, weil ich nicht weiß, wo die sind, die kleinen. Ja, einer ist da. Den haben wir schon gespottet. Den können wir dann. Hat zu Haus, brauchst du keine Angst haben. Wir haben nur zwei Türme. Ewig lange Reload-Zeit. Oh ja, da kommt das eine Boss-Bite. Ja. Also mittig ist irgendwie nichts. Gar nicht. Mittig ist überhaupt nichts. Ja, uncool. Mann, ist die Scheiße laut, bei mir baut sie gerade ein Aldi. Okay, ich bin offen. Und was bin ich offen? Wenn du geschossen hast, bist du automatisch ich hab nicht geschossen. Flugzeuge! Ja. Bei den Flugzeugen bin ich markiert. Nicht offen. Ist irgendwo so ein dreckiger Hurens-DD, was ich verstehe. Da ist er. Zu Haaren. 8. Wahrscheinlich hat er schon getorbt, ne? Ist schon mal nicht schlecht, dass ich ganz alleine bin. Ja, geht. Weißt du, ich habe nicht so eine geile Anti. Ich will mir die mal anschauen kurz. Das ist Nürnberg. Ist mega hübsch, das Teil. Mega hübsch. 5 Geschütztürme, ne? Einzelne. Okay. Torpedos hast du? 8 Kilometer. 2x4. 2x4, okay. Wie gesagt, das ist richtig Pizza geil. Pizza hat nur 2x3, ne? Das weiß ich nicht, die habe ich nicht. Ja. Aber die ist so ähnlich wie die Bliskavica, nur die Bliskavica hat ein bisschen mehr Firepower. Aber dafür sind meine Torpedos ziemlich schnell. Die Kappe wirkt alles auf mich. Was, Torps? Was da hin? Flugzeugträger, alle. Ja, warum fährst du auch nach rechts raus? Komm schon. I told ya! Da ist ein Hatschuh auf 10. Warte mal, die sind. Keiner ist in meinem Rauch stehen geblieben. Was sind das für Vollidioten, Alter? Ja, du, man muss wegfahren, Rauch, wenn man beschossen wird. Und da kann man nicht stehen bleiben. Bis ich bremse, dann ist Feierabend. Ja. Tut mir leid, so schnell konnte ich nie bremsen. Warte, ich smog dich nochmal, Alter, Schwede. Müsst ihr zuerst ansagen dann. Nein, also Warspite habe ich voll unter Beschuss hier. Die ist gleich weg. Ich glaube, die Warspite haben wir alle unter Beschuss. Ja, gut. Keiner trifft, wa? Von euch?
Fahr mal drüber da auf die andere Seite. Kurz auf aushelfen, komm dann wieder. Aua! Bescheuert Lemmy gerade? Die kleine Bitch. Ja, ist bald schön eingefahren. Ich komm gleich wieder. Wollte hier ein bisschen Unterstützung gegen die Lemmy. Und ich soll weggefahren. Frankie, bin gleich wieder da. Wieder offen? Warum? Ist Hatuaro hier die stehen. Leningrad? Ja, hier ist das ohne Hatuaro. Ja, die schießt gerade auf mich, ja. Das ist die Hatuaro? Ja, da ist die Leningrad drin. Hey. Ja, ich seh die Hatuaro, ich seh die. Die Leningrad ist bei mir. Wenn ich sie treffen würde, wäre natürlich noch besser. Na gut. Ich treff nix, Alter. Ich treff nix. Torpedo-Fliege. Nur mal zum Erwähnen, die Leningrad ist, fängt mir voll am Arsch. Ach, Junge, Alter. Scheiß Bomber, ey. Flak macht zwar was, aber mein Flak ist so beschissen. Ich hol mir gleich die Dinge aus. Dann habe ich wenigstens 7er. Einen 7er muss man immer haben. Nee. Obwohl, ja, stimmt, hast du recht. Auf WOT habe ich 7er. Würde ich sagen, wir haben da ganz schön viel bei uns in der Base. Ja, ja, ich bin ja schon da. Also ich versuch's zumindest. Könnte es nicht hier auch rein unbedingt. Die Warspy hat gelöscht. Wenn ihr die jetzt anzündet, dann brennt die. Bei mir außer Reichweite. Bei mir auch. Aber noch brennt sie. Du kannst die kriegen, ne? Warum bin ich jetzt aufgegangen? Okay. Bikes off. Ah, jetzt hast du auch von mir was abbekommen. Brick, hau rein. Ciao, ciao. Achso, nein, ich krieg's doch auch nicht ab. Der Brick ist abgehauen. Ah, ich verstehe. Und nochmal ein Brand. Nice, die kann das nicht löschen, weil die ein Brand von mir gelöscht hat, die blöde Nudel. Ich hab ganze 200... Hier vorne ist irgendwo die Lenin. Ja, ich weiß. Ich hab hier ganze 294 Schaden gemacht gerade. Immer noch. Ich bin richtig gut in diesem Spiel. Hier kommen Torpedos angezeigt, obwohl keine Torpedos im Wasser sind. Wir müssen jetzt treffen und ist weg. Ja. Bitte. Danke. Alter Schwede ist unter mir. Mit Ansage, Leute. Da kommen sie. Also die sind am Berg, hinterm Hügel. Vielleicht komm hoch jetzt, du. Okay. Ich hab den Träger gefunden. Ja. Pass auf die Gneise noch auf, ne? Ja, ah ja, ich werde versuchen nicht zu sterben. Ich bleib bei der Tür. Ach, die Hatuaro. Vor dir. Offen. Ich bin an der Fuß. Wegen der Hatuaro. Sieht doch gut aus, was wir hier machen, oder? Schieß doch meine Fresse! Vorsicht, Leningrad. Oh, fuck, ich hab mir von der Leni eine gefangen. Oh oh. Ich werde sterben. Nimm sie mit. Ich hoffe. Ja, ab sie. Oh Mann, jetzt kommen die Torps wieder auf mich. Ja. Ab die Handschuhe. Der Scheiße. Wer fährt so ein Schiff wie so. Mit dem Namen? Versteht nicht. Ach, André, dein Bruder wollte so ein Schiff fahren, ne? Ja, sowieso. Träger muss da hinten irgendwo sein, ne? Ja, ich schieße die ganze Zeit schon auf den. Ich habe ihn auch einmal angezündet, aber jetzt hat er gelöscht. Jetzt kriege ich kein Feuer mehr. Fucking RNG, ey. Also die Linie, die lebt noch, ne, Frankie? Pass auf. Ja,
Da hat man ja die Tirpitz noch was gezogen mit AP. Die Leningrad frisst auch mit AP ziemlich krass. Digga, machst du den weg? Sonst schieße ich drauf. Von wem redest du? Von dir. Kannst du auf ihn weg? Schießen? Nee, ich hab hier die diese scheiß noch. Fuso mit ihrer AE. Ja, dann schieß auf die. Fuso, meine. Weiß jemand, was da für ein gegnerisches Schiff in D7 steht? Also, es ist ein... Entweder ein Gneisener oder eine Fuso. Nee, ja. Kann ich nicht sagen. Es ist ein Keramikbottich mit Deckel. Und dann schnapp ich mir den jetzt, einen Gneisener. Die Hatsu ist übrigens dabei E7 gesehen worden. Komm, die Leningrad ran. Wow, die frisst jetzt richtig die Gneisener unsere. Au. Oh. Ich helfe noch mit unserem Zerstörer, der kommt mit dem Flugzeugträger, mit dem CV nicht klar. Fährt auch ein bisschen bitchy weg. Der Zerstörer mal dankbar für, wenn jemand anders dann auf den Flugzeugträger schießt und ihn versenkt. So ist es. Weil man so schön gespottet hat. Er brennt wieder. Alles gut. Alles gut. Muss mich leider einrauchen jetzt. Uso hat nämlich Interesse auf mich bekommen. Mal gucken, was die Prime sind. What the fuck? Und dann werde ich gewone-shottet von der Gneisen auf 7000 Schaden. Ich wollte sagen, mal gucken, was der Prime in seiner Leninie gerade macht, aber dann ist er explodiert. Ja, mir fehlt einfach noch, mir fehlen 2 Vierer-Skills, das ist es. IFC und Feuer. Also springen wir jetzt. Seid ihr schon wieder alle weg? Also mein Team ist noch mit 66% vorhanden. Ich meine André und die sind immer alle tot. Hallo? Während du da drüben Urlaub gemacht hast, da hinten haben wir gekämpft. Urlaub. So muss das. Urlaub, ja. So sieht's aus. Urlaub. Ja, der Träger ist auch Geschichte. Da, 28.000 leben noch. Das muss Urlaub gewesen sein. Sonnenbrand war das ein leichter. Noch die Fuso übrig, Freunde. So, jetzt gibt's nur die Fuso. Die kriegt den Saures. Zeichnen, dass Load hier am längsten überlebt hat. Na gut, er hat wahrscheinlich auch viel gemacht. Wahrscheinlich hinten rumgestanden. Die Fuso hat ja 20 Kilometer Reichweite und dann noch ein Flugzeug. Ihr werdet gut gecasht haben gegen die kleinen Zerstörerchen. Ich muss da die Schlachtschiffe torpedieren. Ich wusste, dass ich die ganzen Flieger auf mich drauf hatte. Ja, hatte ich hoch auf mich drauf. Von dem habe ich richtig gefressen vom Dreher. Ihr seid richtige Matratzen. Ja. Alle sind auf euch drauf. Ich werde weiter den Daumen runter machen bei den Videos. Ändert sich eh nichts. Nein. Quatsch. Ihr habt es gesehen, mit dabei war diesmal Hadrian, Yassin, Frank, Olli, der gute Scharke und natürlich ich. Meine ersten Gehversuche mit der Leningrad waren ja nun nicht so prall. 50.993 Schaden ist okay für ein nicht ausgebautes Schiff. Ich hoffe, das wird noch besser. Deshalb die Teambewertung auch eher so im Mittelfeld. Aber unser Team hat gut performt. Natürlich 6 gegen 12, das ist natürlich ein bisschen unfair. Ich musste zurückfahren und die Schlachtschiffe abwehren von unserem Cap. Aber jeder hat seine Rolle erfüllt und es hat massiv Spaß gemacht. Das konnte man auch gut an der Stimmung im TS hören. Wollt ihr mehr Unkonventionelles sehen, weit ab vom Standardgefecht oder von den gewerteten Gefechten, seid ihr hier bei uns richtig. Vergesst nicht bei Sharky vorbeizusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so gut und lasst einen Kommentar hier. Daumen nach oben, freut uns alle und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Gefecht. Ciao.